Da es bisher keinen einfach zu findenden kostenlosen Decoder für HAPT gibt, habe ich anhand des GNOR-Beispiels einen einfachen Decoder in GNU Radio erstellt. Zum Dekodieren benötigt ihr nur eine Aufnahme eines HAPT-Signals von einem der NOAA-Satelliten in Form einer WAV-Datei, wie sie zum Beispiel von STR-Sharp erstellt wird. Da der Decoder auf GNOR basiert, hat dieser keine besondere Signalverarbeitung und braucht deswegen ein relativ starkes Signal, um komplett rauschfreie Bilder zu erstellen. Für den Anfang tut's der aber auf jeden Fall und man kann schon sehr gute Bilder damit erhalten. Ihr findet den Flowgraph ab sofort auf tynet.eu zum kostenlosen Download. Der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Im Anschluss zeige ich euch jetzt noch, wie ihr aus der IQ-Datei mit dem Decoder ein RGB-Bild erstellt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben. Wenn ihr den Flowgraph runtergeladen habt, öffnet ihr diesen einfach in GNU Radio Companion, wählt dann die WAV-Datei aus, die die IQ-Daten beinhaltet und dekodiert werden soll, und wählt dann noch einen Namen für die Ausgabedatei mit der Endung RAW16 und natürlich den Speicherort. Wenn die Aufnahme von den voreingestellten 3 Megasamples pro Sekunde abweicht, muss die Samplerate sowie die Bandbreite auf den Wert der Aufnahme angepasst werden. Jetzt können wir den Flowgraph starten und die Aufnahme dekodieren. Sobald das Programm gestartet ist, seht ihr im Wasserfall sowie in der Spektrumanzeige das aktuelle Signal, welches aus der Datei abgespielt wird. Die Skalierung kann mit dem GUI-Gain-Regler verändert werden, um das Signal besser sichtbar zu machen. Sobald das Signal stark genug ist zum Dekodieren, spaltet sich die rote Linie in der Konstellationsanzeige und rechts. Umso weiter die beiden Linien voneinander getrennt sind, desto besser ist das Signal und desto besser wird auch das Bild am Ende. In der Kommandozeile sieht man zudem Infos über die dekodierten Pakete. Wenn die Anzeige stoppt, ist die Datei zu Ende und das Dekodieren abgeschlossen. Jetzt kann das Programm einfach über das X geschlossen werden. Um aus den dekodierten Daten ein Bild zu erstellen, nutze ich hier in dem Fall HAPT Reader. Das Programm ist kostenlos und der Link dazu ist in der Beschreibung sowie auch auf tynet.eu verlinkt. Wenn ihr das Programm gestartet habt, öffnet ihr einfach die vom Decoder erstellte Datei und wählt den entsprechenden Satelliten sowie die Flugrichtung aus. Jetzt sollte man bereits das dekodierte Bild in False-Color-Format sehen. Für ein RGB-Bild wechselt man jetzt einfach in den RGB-Tab. Bei NOAA-Satelliten sollte für Rot und Grün der Kanal 2 gewählt werden und für Blau den Kanal 1. Um die Helligkeit bzw. die Farben anzupassen, kann man den Haken bei Stretch entfernen und dann auf Adjust klicken. Nun lassen sich die Farben nachbearbeiten sowie auch die Helligkeit. Wenn man einen Haken bei R plus G plus B macht und auf Auto klickt, ist das Bild meist schon ganz gut. Ich schiebe danach allerdings meist den rechten und den mittleren Regler etwas nach links. Da dies aber bei jedem Bild etwas anders ist wegen der Helligkeit, muss man einfach ein bisschen damit rumspielen, bis man das perfekte Bild hat. Um das Bild jetzt zu speichern, drückt man einfach im Menü File oben auf Save with Correction. Man hat entweder die Option, das als BMP zu speichern oder als JPG. Die Dateien findet man dann später im gleichen Ordner, wo auch die dekodierte Datei war. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.